Hallo und herzlich willkommen zu Anime Aktuell Episode 5. Heute dabei ist wieder mal der Jojo. Hallo Jojo. Hi. Und meine kleine Wenigkeit, der Pengwort. Der Kevin wird heute nicht zu uns stoßen. Wir machen es heute zu zweit. Ja, wir machen heute einen Dualcast und ich schau mal, wie gut es bei mir läuft, weil ich sehe gerade, dass meine Paketverlustrate im Prozentsatz steigt, je mehr Internet ich dann irgendwie zuweisen möchte ans TeamSpeak. Halt durch. Nehmt es von mir, geht nicht zu Versatel. Genug der Shit-Talks, fangen wir doch einfach gleich an. Ja. Also genug der Shit-Talks, sollen wir mit was Gutem anfangen? Nee, fangen wir mit Young Blackjack an. Fangen wir mit Young Blackjack an. Okay. Dieses Mal haben wir die letzte Folge von dieser zweiteiligen in Vietnam. Wie war es generell so, das Ende von zweiteiligen? Ja, es ist also keine dreiteilige. Haben sie ja nicht vorher irgendwie groß gesagt, wie viele Teile es werden soll. Aber es ist anscheinend jetzt fertig, die Geschichte. Und sie ist ein bisschen unspektakulär fertig gegangen, aber sie war. Also ich fand sie ganz lustig. Also ich finde es ja in Ordnung, aber im Vergleich zu dem, was noch kommt an. Also bei den anderen Animes war das wirklich sehr unspektakulär. Das stimmt schon. Ne? Die also, dann halt zum Beispiel ja. Concrete Rock mit Lucifer, wo ich mal endlich da dachte, endlich, und dann, na egal, dazu kommen wir noch. Ja. Also, Blackjack. Die letzte Episode hat damit aufgehört, dass er von den Vietcong gefangen genommen wird. Und in der nächsten Episode wird er erstmal bei denen hier ein kleines bisschen gefoltert, weil halt einfach sie drauf Bock haben. Ja. Und dann bekommen die, wie heißt es nochmal, die Vietcong bekommen einen Marschbefehl und lassen die zurück. Und der Grund, warum die nicht in den Zellen eingeschlossen verhungern, wie so wilde Tiere, ist, weil einer von den Vietcong ihnen hilft und ihnen einen Schlüssel zusteckt. Einer Bekannter anscheinend. Ja, das wird nicht so genau gesagt, aber anscheinend ist es jemand, der vom Yabu, von dem anderen Arzt, der in Vietnam rumspringt, die Familie irgendwie geholfen wurde. Ne? Und der hat dann halt gedacht, denen geholfen. Ja. Dann hat er sich gedacht, hier, japanischer Arzt, da muss man so ein bisschen karma-mäßig meine Schuld zurückzahlen. Aber die Sache ist ja auch, um jetzt nochmal darauf einzugehen, bevor sie gerettet wurden, dass unser Protagonist einfach mal, er ist nicht annähernd so betroffen von normalen Verhörmethoden, nenne ich es einfach mal, so ja. Wie die anderen, wie die Soldaten. Ich meine, im Endeffekt diejenigen, die irgendwie am besten, also am Anführungszeichen am besten dann anscheinend damit davonkommen, sind die beiden, die nicht Soldaten sind. Also wobei, nicht Soldaten und nicht Kriegsfotografierer war der eine ja. Ja. Das macht doch ein bisschen Sinn, weil klar, wahrscheinlich haben sich die Vietcong an den Soldaten ein bisschen mehr ausgelassen. Ja, ja, die Sache ist aber, bei der Dame ist es ja okay, aber bei Jack ist es dann eine andere Sache, weil er könnte einfach nur sagen, er ist kein Soldat, er könnte ja als Sanitäter dahin gekommen sein. Ja. Aber ich fand's lustig. Ich fand's lustig, wie casual er einfach so sagt, ja, pinkel ruhig, ist es Erde hier, bla, und dann kommt einfach von dem Fotografen, bist du ja so gelassen, dass du so übers Pinkeln reden kannst. Also so hat es mir, so hat es inhaltlich bei mir festgesetzt. Ja, aber an sich hat er eine ganze Menge ertragen. Ja, die haben das natürlich als Aufriss genommen, um seine Vergangenheit zu beleuchten. Ne? Genau. Aber das Erste, was direkt ihm gesagt wird, was einfach mal verdammt ulkig ist, ist einfach nur Frankenstein, nachdem die beiden, die ihn verhören wollen, sein Hemd aufgeschnitten haben. Ja, ja. Anstatt es einfach abzureißen, weil Einschüchterungstaktik. Ja. Das fand ich auch irgendwie lustig. Ich meine, Vietcong hin und her, aber haben die Frankenstein gehabt? Ich habe keine Ahnung. Das scheint mir so wie ein, also wenn es nicht so sein sollte, scheint es mir ein recht großer Logikfehler zu sein. Nee. Ja. Nee, aber darauf folgend kommen sie natürlich raus, werden nicht verfolgt, bla bla bla. Ja. Aber nach einiger Zeit, durch den Dschungel,
brechen sie halt zusammen. Ja, ist normal, keine Verpflegung, kein Essen, durch den heißen Dschungel wandern. Und auch keine wirkliche Angabe, wohin es geht. Ja, und dann natürlich noch den Kranken dabei, den sie die ganze Zeit schleppen müssen. Ja. Naja, ich habe noch freudige Nachrichten. 0,00%. Ja. Und es steigt wieder. Mach dir keinen Gedanke. Mach dir keinen Gedanke. Das wird von funktionieren. Wir schaffen das genauso, wie Blackjack das schafft. Wir werden von irgendjemandem dann einfach so aus dem Nichts gerettet. So, aber vor allem, es ist dann ironischerweise, Storyplot-mäßig, genau die Person, die er zuerst versucht hat zu finden. Genau. Und diese bricht dann über ihn zusammenbein, weil er sich so dachte, du bist durch den ganzen Scheiß gegangen, nur um mich zu finden. Ja, das ist voll die Bromance mal wieder. Und da hat es bei mir irgendwie aufgehört, weil ich keine Ahnung habe, inwiefern sie dann irgendwo... Naja, der Arzt, der ihn operiert hat, kann es ja nicht sein, weil der hieß anders. Aber irgendwo erkennen sie sich ja. Das ist der, mit dem, der die ganze Zeit Angst hatte vor Blut. Den kann man jetzt nicht so leicht wiedererkennen, weil er halt keine gigantischen Augenringe mehr hat, weil er sich nicht dauernd Heroin spritzt. Oh, okay. Der ist das, echt, ja. Okay. Er sieht älter aus. Ja, er sieht ein bisschen anders aus, ja. Kann vielleicht im Heroin liegen. Auf jeden Fall, das Letzte, was passiert, ist noch, dass sie aus irgendeinem Grund irgendeinen wilden Charakter einführen. Ne? Der Soldat, den der Blackjack operiert hat, der braucht dringend richtige medizinische Hilfe. Und das hat man natürlich im Dschungel, keine Maßnahmen dafür, keine... Ganz ehrlich, ich würde dich jetzt Arzt zulassen, der ist mir irgendwie zu irre. Und dann rufen sie die Militärärzte ran, aber die normalen können erst in 3 Tagen kommen. Und sie kriegen dann einen, der von einem Flugzeug runterspringt und ja, mit Fallschirm halt bei denen einen Airdrop. Ja. Und das Problem davor war dann halt, dass sich niemand freiwillig gemeldet hat und die dann per Helikopter einfliegen wollen würden. Ja. Und es hätte länger gedauert. Und der ist dann einfach irgendwie mit 2 Paketen im Flugzeug, macht die Tür auf und ruft dann einfach, wo ist mein Patient? Ja. Springt runter wie ein Irrer. Und ich meine, er ist so gesehen vollkommen besessen davon, irgendeinen Patient zu haben. Ja. Ich meine, es ist zwar die Aufgabe von Ärzten, Leben zu retten, aber der Typ wirkte besessen. Ja, der ist schon ziemlich besessen. Ich meine, aber an sich, ja, außerhalb der Operation und wenn es nicht um den Patienten geht, wirkt er wie ein ganz normaler, cooler Typ. Aber und dann wird er zum Exzentriker. Ja. Aber holla, die Waldfee. Und natürlich, er und Blackjack stoßen erstmal gleich aneinander hier, machen einen auf Macho. Ich bin der Arzt. Nein, ich bin der Arzt hier. Aber ich habe keine Lizenz, aber ich bin der Arzt hier. Nee, die Sache ist, einfach noch im Nachhinein war das ja irgendwie so, dass sie sich gegenseitig in den Arsch gekrochen sind. So, ey, ja, das war voll geil, was du das in den Operationsraum geliefert hast. Und aber, das war verdammt geil, was du da im Feld mit den ganzen Kugeln um mich rumfliegen hast. Ja, ja. Nachdem sie gegenseitig ihre Arbeit gesehen haben, dann wächst der Respekt und wir kommen wieder in die Bromance-Ecke. Schon wieder. Ich hab dann irgendwie mit jedem besseren Arzt, dann ist es eine Bromance. Das ist dann irgendwie One Punch Man bloß schlechter. Ey, komm. Ja. Gib's zu, er macht dann einfach alles perfekt. Hält es eigentlich auch verdammt krass aus. Ja. Denkt sich einfach so, scheiß drauf, mach ich einfach. Weil ich's kann, weil ich's machen möchte. Und ist dann mit allen, die ungefähr gleich gut sind oder halbwegs irgendwie rankommen, mit einer Bromance. Hm. Ich meine, es war sehr weit gefächerter Vergleich, aber trotzdem. Es ist, also ich finde es nicht irgendwie beleidigend oder langweilig, aber es ist in keinster Weise herausragend. Es ist aber netter Trash, finde ich. Es ist nett für zwischendurch, ja. Ja, auf jeden Fall. Es geht noch. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, Gott, Blackjack, lass mir das mal weg, das gucke ich nicht weiter. Nun gut, ist noch was zu sagen zu Blackjack, weil bei mir wäre es alles gewesen. Also wenn das demselben Schema folgt wie bisher, dann sind wir wahrscheinlich in der nächsten Episode wieder in Japan. Obwohl, vielleicht springen sie noch weiter in Vietnam rum und passiert irgendwas. Wäre schön, wenn sie weiter solche verrückten Charaktere einführen, wie den Arzt, den Amerikaner. Es war erfrischend. Ja. Weil das muss man sich so vorhalten. Jetzt rede ich doch noch weiter drüber. Von einem auf den anderen Moment werden die Leute eigentlich gefoltert.
Und dann einfach mal richtig hart da in der Zelle gelassen, eigentlich zum Verrotten. Ja. Und im anderen Moment kommt einfach ein irrer Arzt aus dem Helikopter gesprungen und es baut sich innerhalb von wenigen Minuten eine Bromance zwischen dem Protagonisten und dem neuen Charakter auf. Ah ja. Und das ist dann irgendwie so, da hast einen neuen Charakter, Hauptcharakter mag ihn sofort, mag du ihn auch. Mhm. Aber davor wurde irgendwie sein Hund, den er 5 Jahre lang geliebt und für den er gesorgt hat, umgebracht. Ja, du. Ich weiß nicht, der Charakter hat auch nur die Hälfte der Episode bekommen, weißt du? Die haben die einem in 10 Minuten mal so schnell vorserviert. Ja. Ja. Hoffentlich kommt er gleich in der nächsten Episode nochmal dran. Wahrscheinlich. Nicht, einfach nur so wahrscheinlich machen die noch so ein kleines Flashback oder so. Mal schauen. Jo. Okay, ich denke mal so viel zu Young Black Jack, oder? Ja. Oh, was ist jetzt so? Beautiful Bones, würde ich sagen? Ja, wir können zu Beautiful Bones gehen. Damit wir so die Part 2-Sachen abschließen. Genau, genau. Beautiful Bones war ja die letzte Folge, hat ja damit aufgehört, dass unsere Protagonisten, also ich sag jetzt beide Protagonisten, also die Dame und der junge Herr, eigentlich werden sie auch so angesprochen im Anime, okay? Die Sakurako und der Shotaro. Dass sie dann halt das Gemälde, beziehungsweise, nein, dass sie vom Polizisten, der vor ein paar Folgen angestochen, vor einer Folge sogar angestochen wurde. Zwei Folgen. Egal. Dass ihm geholfen wird mit einem Kumpel, der ihn kontaktiert hat wegen einem verfluchten Gemälde und einem anscheinenden Fluch, der auf seiner Familie lastet. Mhm. Auf allen Männern der Familie, wohlgemerkt. Und ja, ja. Es soll da um verfluchtes Gemälde gehen, ein Hund, der den Tod seines Besitzers vorhersagt und ja. Also ein bisschen was an Mystery. Ja. Und Part 2 ist dann halt, es gibt kein Part 3, nein. So viel kann ich mal sagen. Und es ist dann halt der Zusammenschluss von der ersten Folge und dann so gesehen auch die Auflösung, die abwechslungsweise nichts mit einem Mord zu tun hat. Nicht wirklich. Also das ist die erste Folge, wenn man jetzt 1 und 2 zusammenzählt, also Part 1 und Part 2, ja. In der niemand gestorben ist. Stimmt. War. Was schon mal ein Anfang ist. Das ist schon mal ein Anfang. Das heißt, wir bekommen Abwechslung. Es ist nicht immer nur ein Tod und dann eine Auflösung. Oder ein sehr starker Kriminalfall. In diesem Fall ist es dann einfach so gewesen, dass das, ich weiß jetzt nicht, wie stumpf ich das zusammenfassen darf. Mach doch, hau rein. Das Gemälde wurde innerhalb von wenigen Minuten anscheinend von unserer Protagonistin so stark analysiert, dass sie herausgefunden hat, dass der Grünton, der in der Farbe verwendet wird, ein Bestandteil eines Arsen, also des Arsengiftes ist. Ja, das ist Arsenfarbe, das ist eine giftige Farbe. Ja, und die Sache ist dann, hat sie daraus geschlussfolgert, einfach auch anhand seiner Aussage, dass er sich davor eigentlich immer so beruhigt und sonstiges fühlt. Er hat es in seinem Arbeitszimmer aufgehangen, weil ich das vergessen habe zu sagen, in einem geschlossenen kleinen Raum. Ja. Hat sie dann halt auch gesehen und gefragt, hast du denn das Bild scheiße aufbewahrt? Mhm. Ja, hat er. Ist Schimmel draufgewachsen und ist eine bestimmte Art von Schimmel anscheinend gewesen. Ja. Die dann in Verbindung mit der Farbe Arsen bildet und welches sich auch so in der Luft absetzt. So ein Gas, ja. Ja, und ja. Bäm, da war einfach so, keine Ahnung, in wenigen Minuten, nicht mal, also so im ersten Viertel mindestens, das erste Geheimnis raus, was in der anderen Folge fast eine ganze, also in der vorigen Folge fast die ganze Folge angedeutet wurde. Ja, es ist auch so, dass es in der letzten Folge dem Zuschauer kleine Happen zugeworfen würden, aber die waren viel zu obskur, meiner Meinung nach. Also sie hat dann auch gesagt, sie hat gedacht, dass er irgendwie vergiftet wird, weil er ab und zu mal hustet und seine Finger verfärbt sind, was so ein Anzeichen von einer Vergiftung ist. Fingernägel. So, ja, seine Fingernägel, genau. Naja, aber es ist aber entweder das oder Magnesiummangel. Hm. Oder war es Eisen? Nun, egal. Ja. Zumindestens, ja, das war die angebliche Auflösung, ne? Im Sinne von wegen, ja, deine Gesundheitsprobleme kommen nur von diesen Farben in den Gemälde. Nicht ne? nur. Ja, die Sache ist, es war noch was anderes. Ja. Dass bei ihm anscheinend
einen sehr wahrscheinlich eine bestimmte Art von Blutverdickung um das Herz rum gibt. Ja, so eine Blutgefäßkrankheit möglicherweise. Ja, die dann einfach meistens übersehen wird und stressbedingt ist. Ja. Was natürlich vorher nicht aufgefallen ist, also jetzt generell, dass die Leute bei großem Stress, und Stress draufgegangen sind. Die Erklärung, wieso es dann halt nur die männlichen Mitglieder betraf, war dann so, dass Frauen mehr Stress aushalten können. Und Männer generell mehr Stress haben, weil im Durchschnitt Männer mehr in einem Arbeitsleben sind, das ihnen Stress bereitet, ne? Ja. Ja. Aber so, ja, das war die zweite Auflösung. Ne? Ja. Und die dritte Auflösung mit dem Hund war eigentlich gar keine Auflösung, weil der Hund ist dann halt ein Hund. Ja. Und, also es hat erstmal dann in der Hälfte ungefähr damit geendet, dass das aufgelöst wurde, alles wieder in Ordnung scheint und dann halt dem Typen, dessen Namen ich vergessen habe, der verflucht ist, erstmal kurz nach draußen wollen würde und erstmal eine rauchen würde. Ja. Alles dann, ist fein, alles ist cool. Nachdem sie circa eine halbe Stunde geredet haben, ist ihnen endlich mal aufgefallen, der Typ kommt nicht wieder. Sollten wir mal nachschauen. Und siehe da, oh mein Gott, ich habe mir aus Versehen das Bein angeschnitten, weshalb ich jetzt verbluten werde. Ja, er hat sich aus Versehen mit dem Bein angeschnitten. Und ich habe natürlich nicht dran gedacht, um Hilfe zu rufen. Oder mein Handy zu benutzen, was in meiner Tasche liegt, vollkommen deplatziert und ich kann es nicht. Also, er hat probiert, sich selbst umzubringen. Ja, die Sakurako hat das auch schon im Wohnzimmer aufgelöst. Sie hat jetzt gleich, ihr ist gekommen, das passt einfach viel zu gut alles zusammen. Warum zum Geier hat er hier mich und den Polizisten eingeladen, obwohl er vorher jahrelang nie mit dem Kontakt hatte? Warum eigentlich hat er den ganzen Kram gemacht? Warum hat er das alles sich recherchiert? Warum und wie seine ganzen Vorfahren gestorben sind? Ja der wollte einfach nur seinen Suizid als Unfall tarnen, so glaubwürdig wie möglich, ne? Ah, die Sache war ja auch, am Ende kam dann einfach so raus, wieso machst du das? Und dann bringe ich dich halt zum Reden und sie wollte wirklich an seine Kehle gehen. Und seine Antwort war einfach, ich weiß es nicht. Ja, also sein Motiv war ja, dass er hat sich total verspekuliert beim Investieren, bei den Aktien und hat unglaublich viel Dings miese gemacht. War in Schulden ohne Ende. Und er wollte eigentlich seiner Familie finanzielle Stabilität hinterlassen. Oder dafür sorgen, dass sie es haben, weil er selber hat es erlebt, dass sein Vater gestorben ist, dass sie unglaublich viel zu kämpfen haben mit der Armut, also in seiner Jugend. Und das wollte er vermeiden und dann hat er halt eine Dings gemacht, hat eine Lebensversicherung abgeschlossen und wollte dadurch seinen als Unfall getaten Suizid die Lebensversicherung kassieren lassen und seine Familie unterstützen. Ja, krasser klar. Unfall. Ich gehe mal rauchen und auf einmal benutze ich das Beil und habe mir das Bein angeschnitten, werde dann verbluten. Ja, aus Versehen. Ich meine, das ist klar, dass man dadurch gut verbluten kann. Aber, oh nein, ich habe mir beim Holzhacken das Bein angeschnitten, den Henkel abgebrochen und niemand Bescheid gegeben, bin verblutet. Ist dann irgendwie was anderes. Ja, klar. Also, so ideal durchgedacht war das natürlich nicht. Nicht so ganz. Und, aber dann kam halt die Auflösung und ein klein wenig diese Zusammenfassung, die man davor auch gesehen hat, diesen Recap, die Zusammenfassung von der Protagonistin. Ja. Sache ist auch die, ne, da war auch angedeutet, dass er nicht unbedingt das vollkommen allein geplant hat, sondern dass irgendjemand ihn so auf ihn eingeredet hat, ihn dazu gedrängt hat oder zumindest ihn dahin manipuliert hat. Ja, das war dann einfach so abgetan. Ich weiß, dass du mir nichts Böses möchtest und so weiter und so fort. Ja, ja. Also diese Person bleibt aber nicht gezeigt. Sie wird nur einmal von kurz von hinten, einmal kurz von oben gezeigt, mit Hut und Mantel. Und natürlich keinem Gesicht, weiß leuchtenden Augen und einem Grinsen, was man auch irgendwie aus 5 Meter Entfernung sehen kann. Aller hier beliebigen Anime einfügen, der diese Figurcharakteristik vertritt. Ja. Also alle, jeder mit Mystery. Ja. Und dann stellt sich heraus, am Ende der Episode, so ein paar Monate nachdem es aufgelöst ist, dass es ihm ganz gut geht und sie in einer kleineren Wohnung wohnen und das alte Haus verkauft haben und dass die Sakurako ja
jetzt nicht unbedingt den Drang verspürt, dieser mysteriösen Person, die ihn irgendwie negativ beeinflusst hat, nachzujagen. Die Sache ist aber, ich denke mal nicht, dass der unbedingt wiederkommen wird, weil wenn man halt so einen Weekly Case hat teilweise, braucht es nicht unbedingt ein Bösewicht. Ein Antagonisten vielleicht, aber kein Bösewicht. Du weißt ja, unsere Sakurako ist ja ziemlich Sherlock Holmes und sie braucht eigentlich auch ihren Dr. Moriarty, ne? Aber ich denke mal, man hat die Person teilweise mehr, also man hat die Person schon mehrfach gesehen, die ihn dazu geredet hat. Ja. Es war ja die Person in dem illegal geparkten Auto, wo sich niemand dann halt irgendwie die Nummer gemerkt hat, weil ich meine, wieso sollte man sich die Nummer von einem illegal geparkten Auto auf einer Straße merken? Ja, besonders ein Polizist, der normalerweise im Straßenstreifendienst unterwegs ist, der sollte möglicherweise an sowas gedacht haben. Ja. ich meine, na gut. Aber die Person war halt in dem Auto drinne. Die Person hat dann auch ihm so auf die Schulter getappt, so das ist das Gemälde. Es gab kleinere Shots mit der Person und anscheinend sieht die Person Sakurako ein klein wenig ähnlich. Ja, es hat auch ausgesehen. So viel habe ich jedenfalls rauserkannt. Ja. Naja, vielleicht kommt, also ich hoffe, dass sie mal wieder vorkommt. Die Serie braucht einen Bösewicht, sonst wird sie wahrscheinlich ein bisschen zu langweilig. Und dann, es ist der Zwilling, der von der Geburt getrennt wurde. Dam, 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 dam. Dam, dam, dam. Sieht zwar aus wie sie, ist aber kein wirklicher Zwilling, sondern ist männlich, somit ein zweieiiger Zwilling. Dam, dam, oh, ja, dam, klar, dam. Ja. Oh, wow. Oh, wenn das eintritt, dann hasse ich mich so sehr. Gut, ja, ich denke, also mir fällt nichts mehr ein zu. Nee, ich würde sagen, Concrete Revolution. Ja, gehen wir jetzt weiter zu Concrete. Das ist ja auch in gewisser Weise eine Weiterführung von der letzten Episode. Es ist ja auch ein Part 2 so gesehen gewesen. Ja. Und ich freue mich drüber. Die Leute, die ich nicht mochte, sind gestorben oder sind irgendwie haben auf die Fresse bekommen. Metaphorisch, oder richtig? Ja. Na gut, ja. Diese Episode war ein bisschen seltsam, ein kleines wenig verwirrend, aber sie hat auch ein bisschen Einsicht einem gewährt, dass die Organisation, wo unsere Leute drin arbeiten, nicht unbedingt die Guten sind und teilweise Methoden benutzen, die nicht besonders moralisch sind, ja. Und das hat das auch mit der letzten Episode ein bisschen mehr verknüpft und ein kleines bisschen aufgewickelt. Also du hast ein paar kleine Beweise so gesehen, vom Sehen, dass sie wirklich die Biester, die Kaijus, ein paar Beweise ist doch schon irgendwo relativ. Ja, damit sie die Dings, die Helden, die einfach besiegen können und damit die Helden besseren. Ja. Es war schon recht offensichtlich. Ja. Aber der Antagonist, der gezeigt wurde, den kann ich nicht ernst nehmen. Ich meine, er hat ein cooles also gleich in den ersten paar Minuten, ich nenne ihn mal den Antagonisten, der mit dem Schlangengoldstab zum Laufen. Ach, der Fuzzi, der sozusagen im Hintergrund die Fäden zieht und sagt, das Büro für also das Liebeskind, also der Feind. Der Nachfahre von Jafar aus Aladdin und, ach Gott, war es der Bösewicht aus Pokémon Black and White oder war es der Arena? Nee, der Leiter von Deathscope hieß es, glaube ich. Okay. Ja, auf der hat auch silberne Haare gemacht und sah halt aus wie ein älterer Mann. Ja, aber du, der wurde ja auch nur ganz kurz gezeigt und er ist das erste Mal in der Serie jetzt aufgetaucht als... Ja, aber ich mag sein Gesicht nicht. er hat so weiche Züge für seine raue Stimme. Du weißt und ja noch gar nichts über den Charakter. Von dem, was ich sehen konnte, hat er ein weiches Gesicht, der raue Stimme ist klein... Hat aber einen goldenen Stab, trägt einen Anzug. Also hat jede Charakteristik eines Bösewichts. Yeah. Aber welches Gesicht? Weißt du, woran er mich erinnert? An diesen Far Cry 4 Bösewicht, an den Pagan Min. Ja. Ja, so ein kleines bisschen, ne? So an sich fein und alles. Also so wie er, bloß kleiner mit einem Goldstab. Ja. Und nicht ein Messer. Nun, und ja. Nicht dem merkwürdigen Bedürfnis, die Asche deiner Mutter zu Geschmackstesten. Ja. Auf jeden Fall Handlung. Nicht so einfach zu erklären. Grob gesagt, da will jemand so vom Hintergrund, unser Bösewicht will politisch auch die Bestien, die Kaijus,
irgendwie besser dastehen lassen. Besser dastehen lassen. Und anscheinend kommt auch dieser Befehl irgendwo von höherer Ebene, irgendwo regierungsmäßig her. Und der engagiert so eine Werbeagentur, die dann mitmacht und dann ein paar Studenten hilft, so eine Rallye zu machen. Ne? Eine Peace Rallye, damit sie halt friedlich protestieren mit einem Monster im Schlepptau. Und das Monster tut unser Radio-Fuzzi und Schrägstrich verrückter Wissenschaftler von aus der letzten Episode Folge kreieren. Ne? Oh Gott, ich kann den Typen so nicht leiden. Und zwar, das ist ein bisschen kompliziert, die Hintergrundgeschichte. Aus irgendeinem Grund haben sie es ein bisschen kompliziert gemacht. Irgendein außerirdisches Wesen, das ein Superheld mal aufgesammelt hat, war es im Mond oder Mars, egal was, da, und dann umgewandelt wurde zu Militärkampf Zwecken und bei der amerikanischen Armee benutzt wird. Da wurde eins anscheinend von entsorgt und der hat es aus dem Wasser ausgesammelt und wollte es dann wiederbelebt mit seinem Formula und das Vieh hat sich sofort den kleinen das kleine Baby Kaizo geschnappt und absorbiert und ist dann gewachsen zu einem großen Mix aus riesen Gorilla-Monster und Mars-Sonden-Kampfroboter-Vieh. Es ist irgendwie, als würde man sich jetzt einen Saiyajin-Affen mit ein bisschen Rüstung vorstellen, also Metallrüstung, ein bisschen cybermäßiger. Ja. Also ohne Brille, aber mit Helm, wo eine Brille reingepasst hätte. Auf jeden Fall gehen die dann auf ihre Rallye, die gehen dann auf ihren Marsch und unsere Agentur will das Vieh beseitigen und es will es so aussehen lassen, als wäre es ein Unfall, indem es irgendein Zug durch seinen Weg fährt und Gas transportiert, explodieren lassen möchte, dass der dann verbrennt von. Das fand ich sehr lächerlich, wenn ich ehrlich bin. Besonders, weil sie es auch nicht richtig hinkriegen und dann irgendwie zwangshaft machen müssen, ne? Ja, aber dass der Zug nach der Explosion merkwürdig schlangenartig auf ihn zufliegt, ganz zufällig. Das ist überhaupt nicht verdächtig, ne? Ja, vor allem, dass der Zug kurz sein Gesicht gehabt hat, also das Gesicht des Vorsitzenden des Büros für Superhumans. Das scheint irgendein Vieh zu sein, das anscheinend alles Mögliche besetzen kann. So eine Art von Geistervieh. Und anscheinend kann es auch einfach nur Züge besetzen und mit ihnen wie Schlangen durch die Gegend fliegen damit. Und anscheinend kann er auch mit seinen beiden Kollegen Informationen austauschen, ohne wirklich Worte zu sprechen. Aber es werden Worte gesprochen, damit wir es damit bekommen. Ja. Eigentlich hätten sie sich niemals so lange drehen müssen, gehe ich mal von aus. Das ist einfach nur alles Screentime, die geklaut wurde. Ja, auf jeden Fall haben wir ein bisschen Einsicht in einige Charaktere bekommen. Der Chef von dem Büro, also von der Agentur, oder das heißt Agentur, von dem Amt, ist es ja eher was so Amt für Superhelden und alles, für Supermenschen. Ja, es ist in gewisser Weise irgendwie schon staatlich angehaucht. So es ist ja eine Geheimorganisation des Staates. Ja. Und auch von unserer Yokai, von unserer jungen Monsterdame, ihre Fähigkeiten werden ein bisschen mehr erklärt und es wird auch ein bisschen was erklärt zu unserem Hauptcharakter, ne? Yay, nicht zur Hexe, welches ich gerade als Magical Girl bezeichnen wollte. Ja, das ist eigentlich schon Magical Girl, ne? Sie hat den Stab, sie hat die Sprüche und, ne? Ja, und sie hat diesen merkwürdigen Begleiter, der sie überall verfolgt. Ja, und ihr immer zu unmöglichen Zeitpunkten mit ihr reden möchte. Und immer Anspielungen fallen lässt, dass sie doch irgendein anderes Motiv noch hat, so bla bla, im Sinne von wegen, unser Charakter hat noch was. Ja, und zwischen ihren Brüsten lebt. Ich meine, es ist schon Leben, ne? Hust. Ja. Nee, aber es wird dann halt mehr zum Protagonisten gesagt, dass anscheinend auch in ihm ein Biest lebt, was hoffentlich mehr als nur eine Metapher ist. Unser Protagonist hat in dieser Episode nicht allzu viel zu lachen. Eine von den Aktivisten spritzt ihn voll mit irgendeinem Zeugs, das ihn halt durchdrehen lässt. Es ist nicht mal einer der Aktivisten, es ist der Junge aus der vorigen Folge. Genau, der war das, ja. Und der hat mich so angekotzt. Nervensäge, ne? Besonders war er am Ende. Wie ist er ins Auto gekommen? Am Ende dreht er auch voll durch, der Kleine. Ja. Die ganze Zeit sagt er davon, dieses kleine Kaiju-Affenvieh ist sein kleiner Bruder und bla bla bla. Und dann am Ende verfällt er wie all die Leute irgendwie so eine Art von Kaiju-Wahnsinn und denkt nur noch daran, das Ding durchdrehen zu lassen.
Ich habe keine Ahnung, was ab dieser Stelle passiert ist, wo sie. Also an sich, sie haben probiert, den Zug hochfliegen zu lassen. Er ist auch hochgeflogen in seinem Gesicht. Und dann waren auf einmal alle da und haben die Taschenlampen in seine Augen geleuchtet, wo ich mir einfach nur denke, wieso habt ihr das Biest angestachelt, obwohl ihr es gerade unterstützt habt vor wenigen Minuten? Ich habe auch keine Ahnung. Also man merkt irgendwie, wir haben keinen richtigen roten Faden bei der Erzählung von der Handlung in der Episode. Die war auch ein bisschen durcheinander, ne? Die war vollkommen durcheinander. Ich meine, man merkt jetzt auch eigentlich, was es so auf sich hat, wenn man mit dem Typen zusammen sein möchte, also mit dem Protagonisten. Ja. Man muss sich die Finger schmutzig machen. Ja, der ist eine kleine Zeitbombe. Der ist auch ziemlich da abgedreht und ist rumgegangen wie ein Monster und hat Krawall gemacht, als er von dem Zeugs was er auch immer dem da reingepfeffert hat. Das war wahrscheinlich ein Teil des Formulars, der ihn einfach... Ich meine, er hat ja Monster-Augen bekommen. Ja. Na gut. So, dann haben die halt am Ende nochmal gegeneinander gekämpft und hat auf einmal aus einem Zeittor seine Railgun bekommen mit Messer vorne dran. Ja, ja, Dings, unsere Hexe, unser Magical Girl hat ihm eine Railgun aus dem Nichts hergezaubert. Ich meine, überleg dir das. Ein Magical Girl hat einem Zentauren, Roboter, Hybriden, Auto, was weiß ich, Transformer? Ja. Mit einem Piloten eine Railgun aus einem Zeitdimensionaltor geholt, um einen riesigen, wild gewordenen Mecha-Alien-Affen abzuknallen. Ja, also ganz ehrlich. Warte. Den Leute vor 5 Minuten unterstützt haben, ihn aber dann wahnsinnig machen wollte, weil anscheinend es nicht so guter Ton ist, einen Gastanker mit den Händen abzufangen, der direkt auf dich und auf die Passanten hinter dich fliegt. Concrete Revolution ist schon ziemlich durch. Aber jetzt, wenn ich das so zusammenfasse, fällt mir es auch gerade auf. Aber es ist auch immer noch recht cool. Mhm. Ja. Ja, das ist ein gutes also Schlusswort. Also vom Inhalt, vom Visuellen her ist es verdammt cool. Vom Visuellen ist es sehr cool, ja. Ich finde es immer noch, also ich finde es auf seine Art und Weise top. Auf jeden Fall hat man gesehen, dass unsere Guten nicht unbedingt für die Guten arbeiten. Und ich bin echt gespannt, wie es dann dazu kommt, zu dem Verwerfnis und zu der Situation, die in den ersten paar Episoden schon so angedeutet wurde. Yep, darauf freue ich mich auch und wahrscheinlich wird es niemals vorkommen. Warte, ja, das sind zwei Leute. Ah, hoffentlich bleibt die Serie erfolgreich genug, dass wir sowas dann sehen. Ja, also, dazu sei gesagt, es endet irgendwie düster. Es endet schon düster, ich meine, er zerstört den Affen auf so vielen Ebenen. Ja. Und am Ende, statt ihn zu erschießen, sticht er ihm einfach mit dem Bajonett ins Gesicht. Ja, es ist ein kleines bisschen übertrieben. Aber der Charakter hat sich ein bisschen weiterentwickelt und dann weiß jetzt endlich auch teilweise, wofür er kämpft. Ja, schon. Also er ist in seinem Standpunkt fester geworden. Ja. Nun gut, das war's mit Concrete, denke ich erstmal. Ja. Geh mal zu Comet Lucifer, oder? Ja, Comet Lucifer. Gleich vorneweg. Ich war gehypt und enttäuscht und das recht gleich. Gleichzeitig, ne? Also ich muss sagen, die Musik ist mir diesmal gut hängen geblieben. Die Kampfmusik. Ja. Also die erste Kampfmusik. Bloß hat der Kampf nicht lange angehalten. Ich finde die Kampfmusik ein kleines bisschen zu repetitiv. Also die wiederholt sich ein bisschen zu sehr. Ja, aber dazu sei gesagt, ich mag aber auch diese Kampfmusik, wo auf einmal Chorgesänge einsetzen. Ah ja, okay. Also zu gut getimten Zeitpunkten. Deshalb mag ich auch Hornwinged Angel und Sache. Ja. Ja, also in dieser Episode von Comet Lucifer, da ging mal wenigstens was ab im Vergleich zu den vorigen Episoden. Im Vergleich zu den vorigen, ja. Aber ansonsten nein. Die Sache ist, die machen etwas, bloß nicht richtig. Also nicht in dem Sinne, dass das falsch ist, sondern sie ziehen es nicht durch. Da ist ein Kampf. Also, aber die Folge fängt an. Felia? Ja, Felia ist immer noch, also ist gerade eben entführt worden. Und das wird dann auch gezeigt. Der Otaku möchte sie, also der Otaku, sage ich schon, der Fanatiker, der Pedro, was auch immer, möchte sie füttern. Ach Gott, es hört nicht auf, ne? Es hört nicht auf, nein. Aber im Großen und Ganzen ist die Episode einfach zusammengefasst. Felia ist entführt und Sogo rennt hinterher mit unserem kleinen Steinviechchen und es gibt Mecha-Fights, bis sie wieder zurückhaben. Oder beziehungsweise bis sie sich
von ihrer eigenen Kraft aus befreit, ne? Ja, und dann wird der Mecker zum nächst besseren Mecker mit Flügeln. Und jeder denkt, dass es ein vollkommen anderer Mecker ist, obwohl dasselbe Farbschema beibehalten wird. Da. Und dieselbe Materialforschung. Oh. Naja. Auf jeden Fall, sie haben es ja versucht, irgendwie inhaltlich logisch darzustellen. Die haben sie gefunden, die Felia, weil das kleine Steinvieh ein Stück von sich ihr als so ein Halsband so gegeben hat, ne? Damit er sie orten kann. Und dann finden sie sie in ihrem großen, relativ hässlich konstruierten Schwebepanzer-Ding. Relativ hässlich ist eine Sache. Ja, im Vergleich zu den Mechas aussehend ist eine andere. Ja, also im Vergleich zu den Mechas ist das Design von dem Vieh ja wirklich so klobig und klotzig. Wieso hängt da eine Leiter runter? Wenn es ein Schneepanzer ist, ist das vollkommen behindert. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, wie kann man es sonst lösen? Keine Ahnung, man hat Schienen, die Schienen ausfahren, um einen Fahrstuhl runterzufahren, anstatt eine Leiter, die man in einem bestimmten Terrain einfach nicht benutzen kann. Don't question it. Mit einer Luke. Oh, da kommt die nächste Sache. Der Protagonist entert das Schiff. 2 Sekunden später wird er entdeckt. Und dann statt die Luke wieder zuzuziehen und dann hoffen, dass es zufällt und die Leute dann die Hände wegziehen rechtzeitig, springt er einfach so die Luke wieder zurück und lässt sich greifen. Ja, also unser Protagonist ist sowieso nicht besonders hilfreich. Er verbringt eigentlich die ganze Episode nur darauf, mit seinem Schwebebord dem hinterher zu rennen und Felia zu schreien. Die Sache ist aber... Felia. Ja, auch wenn dann seine Zelle geworfen wird, verbringt er eigentlich die ganze Zeit weiter. Gegen die Wand zu treten und gegen die Tür zu hauen und Felia, Felia zu schreien. Ich kenne das irgendwoher, wenn die ganze Zeit irgendwie ein Name geschrien wird, so richtig nervig. Ja, ich weiß nicht, ich krieg gerade Flashbacks an so ein gewisses Horrorspiel. Ja, die haben es aber auch in dieser Episode beide übertrieben. Sowohl die Felia, die andauernd Sogo, Sogo schreit, als auch er, ne? Deshalb habe ich mich ja so daran erinnert gefühlt, an die vierte Ausgabe eines Horrorspiels. Ich werde später bezahlt. Auf jeden Fall. Ich sag's ja oft auf jeden Fall. Mhm. Ist es dann so, Sogo kriegt nichts hin. Felia wird geschlagen. Fällt das recht groß gebaute, vollkommen viel zu fette Panzerteil runter. Und auf einmal hat sie Kräfte. Also hat sie ihre Kräfte fast vollkommen aktiviert, so wie es ausschaut. Ja. Und der Einzige, der richtig nützlich war in der Episode, war dieses kleine, nervige Steinvieh, ne? Was war diese Episode nicht mal nervig, weil sie wenig geredet hat? Weil es nicht geredet hat, sondern seinen Schwanz in ein Messer verwandelt hat, um dann Stahltüren durchzuschneiden oder sonstigen Scheiß. Ja? Oder Fadenschuss benutzt hat, weil es auf einmal ein Pokémon geworden ist, um das Messer zu stehen. Also dazu sei auch nochmal gesagt, Felia war in einer Art Geiselsituation, was vollkommen dumm wäre. Weil hätte sie Felia getötet... Ja, ich weiß, was du meinst. Dann wäre einfach nichts mehr zustande gekommen. Sie hätte so gesehen alles zerstört. Ja, der Fuzzi, der junge Killer, der hat einfach nur geblufft, ne? Ist das eine Dame? Eine Folge vorher siehst du ein Sideview und da sind Brüste. Was, ist das echt ein Mädel? Ja, es ist ein Mädel. Oh Gott, egal. Auf jeden Fall, junger Killer oder junge Killerin. Ja, egal. Und sie ist sehr fanatisch, wenn es darum geht, dass irgendwie die Geiselsituation nicht so ausgeht, wie sie es möchte, weil Sekunden später... kommt sie mit einem Mecker an und zieht dann auch wieder ein Messer, was sie gegen Sogo richten möchte. Ja, ein kleines bisschen rachsüchtig, ne? Ein kleines bisschen ist übertrieben. Der Gesichtsausdruck sagt vollkommen was anderes. Er ist ein kleines bisschen. Ja. Ich habe das Gefühl, jeder in dieser Abteilung, die Felia beschaffen möchte, ist irgendwo fanatisch. Der Anführer ist fanatisch dafür, dass er anscheinend Vietnam nacherleben darf. Ja, der ist total kriegsgeil und kampfgeil. Hauptsache, er kann sich irgendwie mit jemandem am Schlachtfeld messen. Der Rest ist ja dann scheißegal. Dann ist der Stalker da, der Pedo-Stalker. Und jetzt auf einmal diese Rachsüchtige. Ja, wow. Gott. Das ist wir schon haben natürlich, ein einzigartiges Team teilweise. Wir haben natürlich
neben der ganzen Mecha-Action auch so ein kleines bisschen so Andeutungen bekommen in dem, was hinten dran vor sich geht. Ne? Die verschiedenen Fraktionen im Hintergrund, die dann das Mädel wollen wegen ihren Kräften. Das scheint so auch so angedeutet worden zu sein, dass die sich auch nicht alle einig sind, wie sie das mit der... Weil von den drei Leuten hat dann einer auf eigene Faust gehandelt. Ja, aber so den richtigen Überblick habe ich da noch nicht drüber. Nicht wirklich, ich meine... Was sind das für Bataillone? Ich meine, das sind jetzt drei Teile. Schön, aber ich weiß nicht mal, was der eine da macht, der die ganze Zeit schon da war. Also es scheint so, als wäre eine Partei eher so regierungsmäßig von der offiziellen Seite und die andere wäre so eine Art von Kult oder Wissenschaftsgemeinschaft oder sonst irgendwie. Auf jeden Fall, die haben diese Information, dass sie Kräfte hätte, um die Welt wieder zu vitalisieren oder ja, zu restaurieren. Irgendwie um die Welt nochmal neu zu bauen. Ja. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Also auf Aber, jeden Fall. Aber wie gesagt, der Mecha hat sich weiterentwickelt, hat Flügel bekommen, kann jetzt Laser schießen, anscheinend ohne Limit. Mhm. Aber nicht gut treffen. Und die Laser haben nicht wirklich Durchschlagswerte. Also keiner kann besonders gut treffen in der Episode, als sie auf also, den... Also diese, wenn einmal sitzt, dann sitzt es halt die nächsten fünf Schüsse auch, aber danach nicht mehr. Ja, erinnert sich noch, wo der Sogo von dem Geschütz von diesem Schwebepanzer beschossen wurde. Die haben auch nicht besonders gut getroffen. Ja gut, das ist dann halt von einem Panzer auf ein wirklich kleines Objekt. Ja, okay, das kann man noch nachvollziehen, ja. Das kann man auch nachvollziehen, aber wenn sich ein riesiger und ein fast so riesiger Mecha bekämpfen, einer mit einem Assault-Gewehr, was eigentlich bei dem Protagonisten-Mecha, nenne ich es einfach mal, bei dem grünen Mecha, gar keinen Schaden anrichten sollte. Ich meine, es hat Rückstoß und alles, Und wie gesagt, der grüne Mecha schießt Laser, die anscheinend nicht sehr effektiv sind, außer es kommt dieser epische Showdown, wo einfach die ganzen riesigen Kugeln, Schüsse runterhageln. Und Stück für Stück, wie man es halt kennt, erstmal so die einzelnen Körperteile vom Roboter zerstören. Mhm. Aber niemals das Cockpit, außer es ist dann halt so gewollt. Ansonsten leg ich immer nur die anderen Teile und er kann nicht mehr kämpfen. Es ist ja jetzt so gemacht, dass der Roboter auf unserer, auf der Seite der Guten, also auf unserer Seite unserer Hauptcharaktere, der immer Grüne, noch ja. keinerlei Pilot hat, ne? Ich frag mich, ob der sich noch weiterentwickelt, dass irgendwann mal der Hauptcharakter drin sitzt, weil sonst kann der ja auch nur daneben stehen und nutzlos sein, oder? Yep, also bis jetzt hat er dann Folgendes erreicht. Er wurde in eine Klippe runtergestoßen, er hat ein Mädchen in den Arm gehalten, er ist weggerannt, er hat beinahe ein Mädchen und den Hund überfahren. Er hat zweimal das Frühstück verpasst. für den armen, hart schuftenden Typen in dem Restaurant, was auch immer, Herberge. Er hat es geschafft, einen Teil der Herberge zu zerstören. Sie sind beinahe draufgegangen und er hat rumgeschrien. Wobei, er hat doch schon was geschafft. Er hat nämlich einen Mecker in den Abgrund gejagt, ist aber selber beinahe draufgegangen. Jo. Also sagen wir es mal so: Seine Bilanz schaut nicht so gut aus. Ja. Mal sehen, was sie daraus machen. Also für ich die hoffe Episode noch, dass das kommt, wie du es sagst, dass es wenigstens einen Piloten gibt. Ich meine, weil bis jetzt war jeder Mecker irgendwie kontrolliert, bis auf der, weil der hat diesen Steintypen, den Wurmstein, Nebencharakter, Supporting-Charakter. Genau. Ja, zur Episode wäre dann noch eins zu sagen, und zwar, dass die Kräfte von unserer Felia sie aus irgendeinem Grund haben etwas altern lassen, dann am Ende. Und zwar, sie ist kein kleines Kind mehr und jetzt ist sie Teenager. Und sie scheint auch weitaus besser sich so kommunizieren zu können. Ausdrücken zu können. Irgendwie schon. Aber das wird man in der nächsten Folge sehen. So, und jetzt springen wir zu Gundam. Zu Gundam. Weil wir halten One Punch Man immer fürs Letzte auf. Ja. Irgendwie hat es sich eingegliedert. Ja. Gundam. Gundam war... lustig. Also ist... Jetzt geht erstmal richtig was los, ne? Jetzt kommt die Serie in Gang. Ne? Weil irgendwie war das jetzt so, ich habe einen Plan und einen Geheimplan, von dem ich euch nicht erzählen werde, der dann perfekt zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn brauche, eintrifft. Und dann machen wir einfach einen Plan auf dem Weg, so einfach to go. Und der funktioniert.
aber nur mit Komplikationen und dann bäm. Ja, du hast schon recht. So Hintergrundgeschichte ja. haben sie es teilweise ein bisschen unnötig extra kompliziert aufgetrieben. Aber im Großen und Ganzen, unsere Leute verlassen den Mars und schaffen es, ihr Raumschiff zu bekommen und einen Abflug zu machen. Natürlich verläuft das nicht verraten, alles ohne Probleme. Ne? Sie werden verraten, einmal von einem Typ, der bei ihnen eigentlich da war, der dann irgendwie meinte, ja, ich verrate euch. Ja. Wo man es aber auch mitbekommen hat, es war nämlich der mit dem sehr merkwürdigen Bubi-Gesicht und Schnauzer und dem fetten Magen. Ja. Also der Einzige, neben den Kindern, der einfach keine Muskeln... Ich meine, selbst die Kinder hatten mehr Muskeln als der. Ich frage mich einfach so, was hat er die ganze Zeit gemacht? Das ist ja. Arbeit. Die Leute arbeiten da hart. Auch wenn er nur die Leute anschreit und faul ist, sollte er wenigstens etwas an Muskelmasse haben. Ja, das ist halt ein kleines bisschen arg. Eine Karikatur war der schon vom Aussehen, ja? Der ja. Fritzi aus der A-Kompanie. Also auf jeden Fall, der hat dann halt die Leute verraten und hat dann einen Kumpel von ihm kontaktiert, der ultimativ gesagt hat, ich helfe euch, die Friedensdame da zu retten. Ja, den Weg also zur Erde. Also die mit dem unnötig langen Namen, die dann meinte, ich möchte helfen und mal schauen, was daraus wird. Der hat sie dann halt an Gjallarhorn, wie auch immer, verraten. Ja. Und greift sie halt mit an in ihrem komischen Shuttle, was er eigentlich mitnehmen wollte, weil er hat ein riesiges Schiff für einen orbitalen Transfer. So, das ist erstmal bis dahin. Dann haben sie den Typ mit der fetten Wand erstmal so ein blaues Auge geschlagen, haben ihn noch ein paar Mal geschlagen. Ich fand's lustig, dass sie ihn geschlagen haben. Ja, ja, du tust natürlich sofort nicht aufgefallen an diese Szene. Wie bitte? Natürlich erinnerst du dich sofort an diese Szene, wenn derjenige, der es verdient, was abkriegt. Es ist doch lustig. Ja. Dann ist es auf einmal so, dass Orga, Mesa? Ja, unser Chef. Unser das Chef ist unser Chef hier. Weißen Haaren und der Locke. Das ist ja nicht mal eine Locke, es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist ein Teil von ihm. Das ist eine Haarklinge. Es ist, ja, ich denke mal, er wird nicht, dass er damit jemanden das Auge anritzen wird, das sage ich dir. er hat dann einfach so seinen Geheimplan gehabt, dass seine Teammates mit einem eigenen Orbitalschiff, was leicht rosa aussieht, es war rosa, um die Ecke gekommen sind und sie dann halt eskortiert haben. Ja, also eigentlich war ja der Plan, dass man das ganz nach Vorschrift macht, einen Lotsen bestellt und mit dem Lotsen dann an der Hauptstation in sein eigenes Schiff umsteigt und von dem Lotsen dann zur Erde gebracht wird. Aber ja, der wusste halt, dass der hat von Anfang an keinem von dem ganzen Scheiß getraut und hat den Mikazuki mit seinem Gundam in dem Shuttle drin gehabt zur Verteidigung und er hat seine anderen Leute geschickt, um ihr Schiff zu holen, um sie auf dem Zwischenweg abzuholen, so zwischendurch, ne? Ja, und dann machen sie das beste Wendemanöver, was ich jemals für ein Raumschiff gesehen habe. Ja, das ist lustig. Auf jeden Fall, es geht alles natürlich sofort zur Hölle, weil jeder die Prinzessin will und dann gibt's einen schönen kleinen Weltraumkampf und unsere Kollegen benutzen einen Asteroiden, um so ein kleines, so ein Kurvenmanöver zu vollzuführen. Im Endeffekt ist es so, volle Kanone voraus. Also sie benutzen das Momentum des Schiffes, um sich dann um den Asteroiden in die entgegengesetzte Richtung zu schleudern. In einem, in einer Parabel. Ja, in einem Kabel benutzen sie und tun sich dann so um das Ding rumjagen. Es sieht irgendwie so ein bisschen ähnlich aus, hat mich an Batman erinnert. Erinnerst du dich an die alten Batman-Filme? Ja. Wo er das auch gemacht hat, um eine enge Kurve zu fahren, Kabel rausgefeuert und sich dann so... Also sie haben das Momentum benutzt, um sich in der Kreisbewegung eine Kehrtwende zu machen. Ja. So, und sie sind auch durchgekommen. Währenddessen kämpft Mikazuki gegen den Arsch von Gjallarhorn, der in erster Linie überhaupt für den Verrat zuständig war. Ja. Tötet diesen. Und dann ist dann halt ein, hieß er, glaube ich. Das war nämlich der Rookie, der mit dem Typen, mit Clark hieß er, glaube ich. Ja, dem Krank. Da war, Krank also, oder der, so also der alte Herr, der das Duell mit Mikazuki verloren hat. Ja. Er wollte halt Rache und hat gemerkt, kann ich nicht, der ist zu gut für mich. Ja, aber unsere anderen zwei Gegner geben unserem Mikazuki ein kleines bisschen mehr Paroli. Und zwar unsere zwei Inspektoren, unsere zwei Hochrangigen, greifen auch in den Kampf ein
Und das ist so gelaufen im Sinne von wegen, der Fuzzi von Gjallarhorn, der wusste, dass sein ganzes Spiel, das er da versucht hat anzuziehen, aufgeflogen ist, ne? Und dann zieht er sich aus der Affäre, indem er sagt, ja, ich überlasse das euch, ihr könnt halt dafür halt die Lorbeeren einheimsen, dass ihr die Prinzessin in Gewahrsam genommen habt, die für die Unabhängigkeitsbewegung des Mars kämpft, weil unsere Inspektoren sind ja von der Erde. Und der Mars ist ja eigentlich generell nach dem Krieg der Verlierer und sollte eigentlich unter der Erdregierung irgendwie kontrolliert werden. Ne? Und Unabhängigkeit wollen wir nicht unbedingt. Deswegen wäre es gut, wenn wir uns diese Prinzessin schnappen könnten. Ne? So viel zu dem Gedanken. Ja. Aber unser Mikazuki schafft es dann, zwei hochrangige Offiziere in Schach zu halten. Ja. Einen sogar dann irgendwie noch zu verletzen. Und dann einfach davon zu kommen. Ja. Also er hat einen guten Kampf hingelegt, das muss man ihm schon lassen. Ja, das war... Auch wenn die Bewegungen sehr unnötig aus und merkwürdig aussahen. Ja, er macht schon einen auf, ich bin quickfidel und spring herum wie so eine Supermaus. Ja, er ist so der Typ von wegen, ich mache unnötige Bewegungen, weiche aber trotzdem aus. Und das nicht mal schlecht. Also er kann es einfach. Ja. Obwohl er den Suit irgendwie 3 Tage oder so besitzt. Also in der Episode ist eine Menge passiert und es war. Aber sie sind auch auf den Suit eingegangen. Hm? Auf den Suit? Sind auch auf den Suit, ja. Ja, stimmt, ja, haben sie gemacht, ja. War so eine Randbemerkung, aber, Barbaros, Barbatos oder so, wie der hieß? Genau, sie haben ihn identifiziert, dass es ein Gundam, also ein Kampfroboter aus dem alten Krieg ist. Ja, aber sie haben dann auch gleichzeitig zugesagt, dass immer, wenn dieser aufgetaucht ist, sich ein entscheidender Teil der Geschichte dazu gefügt hat. Ja, das war so ein kleines bisschen eine Meta-Bemerkung so auf das ganze Gundam-Universum. Im Sinne von wegen, immer wenn ein Gundam-Roboter auftaucht, dann sind wir an einem Scheideweg der Geschichte, bla 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 bla. Ja, es ist immer dieser, oh, dieser legendäre alte Roboter oder dieser legendäre Roboter oder dieser Roboter, den ich zufällig gefunden habe, der irgendwie der stärkste überhaupt ist. Ja, ja. Gorilla Gun. Ja, sowas einfach. Jo. Na gut, noch mehr dazu zu sagen, weil ich bin jetzt gerade irgendwie leer zu dem Thema. Ja, so ziemlich. Also Gundam tut sich mal wieder so aufbauschen, dass im Hintergrund eine ganze Menge an komplizierten politischen Geflechten sind. Ja. Aber die Motivationen sind relativ eindeutig. Unsere Hauptcharaktere wollen zur Erde, unsere Prinzessin will Ende von kriegerischen Auseinandersetzungen und Unabhängigkeit und Gerechtigkeit und Freiheit für den Mars. Und ja, und unser Rest vom Erdbeerfeld will sie davon aufhalten. Das Tolle ist jetzt, wir haben als Antagonisten nicht unbedingt pure Bösewichte, ne? Also keine Karikaturen von irgendwelchen. Einfach nur Leute, die dann halt irgendwo ihre Ordnung behalten wollen. Genau, genau. Aber ich fand's am besten, wie Mikazuki dann die beiden identifiziert hat. Ja. Du bist doch der Schokoladenmann. Ja, genau. Von der letzten Episode, wo der mit denen einmal so kurz auf die getroffen ist und dann die kleinen Kids. Wo sie dann noch sich unterhalten haben kurz mit dem im Maisfeld, oder war das ja? Ja, genau. Der Freund vom Schokoladenmann und der Schokoladenmann. Ja, perfekte Beschreibung. Ja, Mikazuki ist irgendwie cool, ja. Das war's meiner Seite. Ja. Von meiner Seite ebenfalls. Nun gut, One Punch Man. One Punch Man, yeah. Ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es immer so war, aber ich mag die Kampfmusik, die so einen leichten Techno-Vibe hat. Ja, die Kampfmusik ist cool. Dieser leichte Techno-Vibe passt aber auch dann halt zu dem, also ich weiß jetzt nicht, ist das immer so oder nur diese Folge? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich auch nicht so ganz erinnern. Die Kampfmusik ist nicht so aufdringlich bei One Punch Man. Sie ist aber richtig, ich finde sie gut untermalend. Ja, vor allem dann halt jetzt, weil heute in dieser Folge kein wirklicher Kampf war, sondern das, was ich schon mal vorher angedeutet habe, dass Saitama und Genos, wie auch immer, dann den Helden-Einstiegstest gemacht haben. Genau. Das war recht lustig, wie Saitama und, so ziemlich jeden einzelnen physischen Test so total, total überlegen ist. Er hat einfach den Rekord gebrochen. Und die Maschinerie.
Und die Decke und den Boden und alles andere. Die Reaktion der anderen Kandidaten, dass sie das gesehen haben, weißt du? Zuerst sind sie so, was ist denn das für ein kleiner Futzel, ne? Vor allem, ich finde das Beste, sein Gesicht passt definitiv nicht zu seinem Körper. Nein. Man sieht es einfach so perfekt in diesem Shot. Ja. Man zoomt so hoch, er in einem Spandex. Ne, nicht Spandex, sondern in einem Tanga so gesehen. So einem Slip, ja. So einem Slip. Mit so richtig muskulösem Körper und dann sein Gesicht. Sein Gesicht zerstört einfach alles, was von seinem Körper als Aufbau der ist. Der Eierkopf. Außer er setzt sich hinter, so wie man es gesehen hat bei der Prüfung, weil da hat er ja ein ernstes Gesicht gemacht. Ja. Das Game Face. Ja, oh aber ja, er ist an der Decke stecken geblieben, hat teilweise die Inneneinrichtung zerstört, die Maschinerie und hat es gerade mal geschafft, 20 Punkte weniger als die Hälfte. Ja, weil Punkten zu erreichen bei dem Einstiegstest in der theoretischen. Er hat es vergeigt, weil anscheinend sein schriftlicher Test, sein Deutsch, also sein Japanisch, ne, ist grauenvoll, so wie es aussieht. Aber ich finde es auch so böse, wie es geteasert wurde. Ach, du hast auch S-Rang erreicht, ich habe es nicht von dir erwartet, aber warte, der obere Teil deines Buchstabes sieht einfach nicht aus wie ein S. Und ich denke mir, zieh einfach den ganzen Zettel raus, dann siehst du es, anstatt einfach irgendwelche analytischen Sachen von dem Cyborg hinter dir zu haben. Ah ja, also unser Cyborg ist natürlich 100 Punkte von 100 Punkten, ne? Und wird gleich mal als Spezialklasse eingestuft, als S-Klasse. Als Klasse S. Und der Saitama ist die niedrigste Klasse, der ist C-Klasse. Yep. Aber nur wegen dem theoretischen Teil. So versagt hat. Auf jeden Fall, ja, die erste Hälfte der Episode ist ja diese Einstellung und so ein kleines bisschen so Willkommensgruß von anderen Helden, von dem Snack da, diesen Kung-Fu-Fuzzi-Helden der A-Klasse, den ich so richtig schön abgedreht dämlich finde. Ja, aber ich finde ihn auch peinlich dämlich. Der ist peinlich dämlich. Er ist dann halt irgendwie, toll. Er macht dann die übelsten Ansagen. So, die haben keinen Respekt vor mir, die wissen nicht mal, wer ich bin. Aber selber keine Ahnung zu haben, wer die Leute sind. Ja, das ist mal richtig heuchlerisch. Und dann natürlich will er dem Saitama hinterher, weil der denkt sich, C-Klassenheld, der hat doch nichts drauf. Den tue ich mal ausschalten, dass er mir in Zukunft nicht gefährlich wird und meinen Rang mir abnehmen kann. Man kann sich vorstellen, wie das ausgeht. Ja, also, sag mal so, er ist nicht gestorben, aber er liegt ein bisschen hart in der Erde. Ja. Der zweite Teil der Episode ist dagegen weitaus cooler. Und zwar, das ist ein Übungskampf zwischen Saitama und Genos. Leider muss ich sagen, ich kenne ihn schon, aber mir gefallen die Animationen dazu sehr. Die sind sehr, sehr geil. Weißt du, früher hat mich an ganzen Animes so Action so richtig gelockt. Das war mein Ding. Aber ich und muss ich auch sagen, mir hat das Opening gut gefallen. Opening? Also, ist immer gut. Opening ist immer gut. Ja, aber was ich noch sagen wollte, jetzt ist mir eingefallen zu Gundam. Jetzt mal kurz zurückzugreifen. Oh, warum? Ich mag das Ending verdammt sehr. Von Gundam? Ich finde es verdammt gut. Ja, also von rein musikalischen Ebene her, nicht von dem Inhalt, was so gezeigt wird. Von all den Serien, die wir haben, sind die Endings, die meisten sind einfach nicht so. Ja, okay, bis auf Concrete Revolution, das ist ein abgedrehtes Ending. Yeah, das ist so ein Ending, das sieht man, wenn man auf Entzug ist. Aber das One-Punch-Ending im Vergleich dazu ist so total ruhig und beschaulich und so nichtssagend. Und aber ja, das Opening ist einfach voll energetisch. Voll geil, voll geil. Ja, ja. Also der Testkampf. Ja. Also, der Testkampf sah einfach so aus, Genos möchte unbedingt gegen Saitama kämpfen, um dann irgendwie zu sehen, wo seine Kraft denn herrührt. Ja. Und es hieß dann von ihm, es ist ein Trainingskampf, wir kämpfen so lange, bis einer nicht mehr kämpfen kann. Wir gehen all out und er packt dann einfach mal die übelsten Kanonen aus, wo ich mir einfach nur denke, wo kommt die ganze Energie her? Letzte Episode hat doch der Doktor, der ihn zusammengebastelt hat, irgendwas gesagt, von wegen, er hat einen neuen Prototyp entwickelt und ich bin mir ziemlich sicher, dass der das war. Ja, aber trotzdem, so viel Energie ist es. Ja, Genos geht voll ab. Er geht wirklich all out. Er hat einen Plasmawerfer, er hat einen Flammenwerfer, Plasma-Mix. Er geht auf fast 100% seiner Geschwindigkeit und haut dann einfach auf Saitama ein. Naja, fast. Der natürlich es ist sein Nachbild, was er verprügelt hat.
der relativ lässig mit der ganzen Sache umgeht. Ja, ab und zu ist es wirklich blamabel teilweise. Man fühlt sich, denke ich mal, wirklich verarscht, weil bei den zwei Landungen, die er hingelegt hat, ist das zweimal beinahe hingefallen. Also das ist auch so gemacht, ne? Auch von den Animationstechniken. Der Genos wird so richtig, richtig cool dargestellt. Es ist aber generell so bei allen Charakteren. Alle werden irgendwie detailliert cool dargestellt. Genos anhand am meisten, vor allem bei seinen Animationen für die Arme. Ja. Die dann sich irgendwie ummorfen. Und Saitama ist einfach so dieses Gesicht, ne? Ja. Ich meine, man könnte apathische. Einfach mal mit Photoshop so ums Gesicht rumschneiden, also jetzt in seinem Gesicht so um die Merkmale, also Augen, Nase und Mund, und rummasken, wie man möchte, es kommt einfach aufs selbe hinaus. Ja, und seine Kommentare sind auch nicht besser. Wenn der Genos irgendwas besonders Cooles macht, dann ist eigentlich so meistens das Kommentar von seinem mal, oh, ah. Ja, oder so, hey, das hat mich fast erwischt. Auf jeden Fall, ja. Ja. Genos hat nicht die geringste Chance, auch noch daran zu denken, den Saitama überhaupt zu berühren. Und Saitama, einen seiner richtigen Punches, den lässt er kurz von Genos einfach, stoppt er ihn ab. Reicht und trotzdem um, weil er dahinter Genos, reißt. Ja, den ganzen Bergzug hier, Gebirgszug niederzureißen hier. Ach. Vor allem, es wird auch ganz gut in Szene gesetzt, weil beim Kampf wird auch teilweise rausgezoomt. Man sieht einfach, wie viel Zerstörung Genos anrichtet. Ja. Mit seinen ganzen Angriffen. Und Saitama macht einen Schlag. Und es ist einfach mal alles, voll, also das richtig fettes Loch im Berg drin, da könnte eigentlich eine neue Stadt einziehen. Yeah. Aber in der Folge wird noch erwähnt, wieso die Helden-Facility überhaupt lebt. Ja. Wieso die überhaupt existiert. Und das ist ganz lustig, weil sie existiert wegen Saitama. Ja, das ist, finde ich, auch cool. Weil, das hat überhaupt nicht kapiert, ne? Aber der Agoni, ne? Also was ein Wortwitz ist, weil Ago ist im Japanischen ist das Kinn. Also der Kinfuzzi. So heißt der dann. Das ist ein Milliardär und sein kleiner Neffe wurde von einem Krabbenmonster angegriffen. Von einem Monster angegriffen. Wir wissen, das war ja das Krabbenmonster. So, und dann von einem mysteriösen Helden gerettet wurde, was ihn dann zu glauben ließ, diese Organisation bilden zu lassen. Das war so lustig. Denkst du, es kommt irgendwann mal die Auflösung, dass Saitama hinter allem steckt? Nein. Ich bin mir ziemlich sicher, es kommt so in die Nähe dran, aber dann so, ach doch, das ist doch nur dieser der Glatzkopf, der ist doch... Man sieht so den Neffen wieder, irgendwie erinnerst du mich an jemanden, na, kann ja, nicht sein. Ja, er kennt ihn aber nicht, weil zu dem Zeitpunkt hat er noch Haare und jetzt ist er der Glatzkopf, ne? Ja. Wahrscheinlich sagt das er so, ja. Derjenige, der mich gerettet hat, hat schönes Haar, hat so irgendwie schwarze Haare gehabt. Ja. Auf jeden Fall, die Episode endet damit, dass Saitama und Genos Nudeln essen gehen und dass Saitama Besuch kommt von einem der A-Klasse-Helden, dem Top-A-Klasse-Fuzzi. Genos bekommt Besuch, während Nudeln essen. Genos bekommt Besuch. Und von dann kriegt man ein kleines bisschen, Rang 1. Ja, dann kriegt man so ein kleines bisschen Hintergrundeinsicht in die Art und Weise, wie die Heldenagentur funktioniert. Da scheint auch eine ganze Menge Politik und so ein kleines bisschen möglicherweise so nicht unbedingt alles so sauber zu sein. Einige Leute tun das so ein kleines bisschen Mafia-mäßig oder Unterhaltungsindustrie-mäßig aufziehen. Persönlich hoffe ich ja, dass der Schönling, irgendwie so ähnlich hieß er auch, als Heldenname, mehr drauf hat, als es zuerst scheint. Weil es wird angedeutet, dass er ein bisschen mehr drauf haben kann. Ja. Dass er halt irgendwelche Leute hinter sich hat. Der scheint anscheinend absichtlich eine Klasse weiter unten zu bleiben, ne? Ja. Genauso wie kommende Charaktere. Was? Wer hat das gesagt? Auf jeden Fall ist es wichtig, bei One Punch Man immer bis nach den Credits zu gucken, weil da kommt noch hinten dran immer wieder was, ne? Das habe ich verpennt. Nach den Credits zieht der Genos bei Saitama ein. Achso, doch, das habe ich noch gesehen. Hast du noch gesehen, ja. Ja, okay. Nein, du darfst ihn nicht einziehen. Er legt einen Batzen Geld auf den Tisch. Ich zahle die Rente. Okay, hast du denn deine Zahnbürste mitgebracht? Ja. Also, ich würde sagen, Saitama ist leicht zu kaufen. Also leicht in dem zu kaufen. Sinne. Ah ja, er ist ja auch ein kleines bisschen frustriert, nachdem er 3 Jahre lang Held gespielt hat und überhaupt keine Anerkennung dafür bekommen hat. Hast du denn überhaupt eine Lizenz? Was? Was für eine Lizenz? Ja, normale Helden sind angemeldet. Was? Ach, ja. Dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Das
war dann so ziemlich alles, oder? Also ja, wir freuen uns halt alle auf nächste Woche, sowas. Also wir werden es dann morgen sehen oder heute sogar noch, weil die 6. Folgen sind bei fast allen draußen, bei einigen nicht. Ja. Bei 2, glaube ich, war noch nicht die 6. Folge draußen, aber die kommt dann wahrscheinlich noch demnächst. Kriegen wir hin. Ja, und dann würde ich sagen, das war's mit dieser Woche vom Anime aktuell. Und wieder mit dem Matze. Jo, hallo, hallo und Wiedersehen. Und mit mir, dem Jojo, im Dualcast. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Ja, Wiedersehen passt nicht. Ja, das hatten wir letztes schon. Alles klar. Ciao. Tschüss.